Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute geht es um den Mazda EX8 und das erste, was wir an diesem Fahrzeug machen, ist einen Sohnadapter einbauen. Was ein Sohnadapter ist und wie er funktioniert und vor allem wie man ihn einbaut, das zeige ich euch gleich. Der Mazda EX8 ist neu in der Garage, ich habe nichts daran gemacht. Er ist aber auch in einem sehr guten Zustand, das heißt, ich musste bisher nicht viel dran tun, um ihn einfach mal ein bisschen draußen bewegen zu können. Und jetzt kommt das erste Video mit dem EX8. Ja, und was eignet sich besser für das erste EX8 Video als die Getrennschmierung, den sogenannten Sohnadapter? Getrennschmierung, warum Getrennschmierung? Mazda hat bei diesem Modell, um die Dichtleisten an den Läuferkanten zu schmieren, eine Ölschmierung eingebaut, die eben über eine zusätzliche kleine Ölpumpe Öl in den Brennraum einspritzt über kleine Düsen, und diese Düsen bzw. das eingespritzte Öl schmieren dann die Dichtleisten, die am Gehäuse entlang laufen die ganze Zeit. Jetzt haben wir aber Motoröl im Kreislauf und dieses Motoröl wird eingespritzt in den Brennraum, um diese Dichtleisten zu schmieren. Das Motoröl ist meistens nicht so gut geeignet, verbrannt zu werden, bildet Rückstände. Diese Rückstände, ja, die verkleben diese Dichtleisten, die federnd gelagert sind in den Läufern und verhindern teilweise, dass diese Dichtleisten sich einfach gut bewegen lassen. Wenn sie in der unteren Position eventuell kleben oder hängen bleiben, hat man zu wenig Kompression. Lassen sie sich zu schwer nach unten drücken, dann hat man erhöhten Verschleiß an diesen Dichtleisten. Beides also wirklich nicht gut, und um das zu optimieren, sollte man das Ganze so umbauen, dass Zweitaktöl eingespritzt wird. Zweitaktöl verbrennt deutlich besser und ist besser dafür geeignet, hat also dann auch weniger Rückstände. Und genau das machen wir heute. Wir werden heute diese Dosierpumpe entfernen vom Motorblock, dann einen Adapter dazwischen setzen, der verhindert, dass das Motoröl angesaugt wird. Der Adapter selbst hat aber eine weitere Öffnung, einen Anschluss, bei dem wir dann die Getrennschmierung einfließen lassen, das heißt das Zweitaktöl. Wir bauen also jetzt diesen Adapter ein und einen kleinen zusätzlichen Öltank dafür. Und wie immer habe ich alles auf der Werkbank für euch vorbereitet. Ja, an Material brauchen wir nicht wirklich viel. Das Wichtigste ist natürlich hier dieser Adapter. Das ist ein CNC-gefrästes Aluminiumteil. Das ist dieser Block. Der hat an dieser Stelle eine Welle. Die geht durch mit diesem Zapfen und mit dieser Aufnahme hier. Das ist im Prinzip der Antrieb für die originale Oil Metering Pump, also die originale Dosierpumpe. Dabei ist auch diese Dichtung. Die Dichtung hier kommt zwischen den Motorblock und diesen Adapter, und zwischen den Adapter und die originale Ölpumpe, da ist ein O-Ring und den können wir wiederverwenden. Hier oben sieht man auch ganz schön den Messinganschluss, mit dem wir dann eben jetzt die Ölversorgung sicherstellen in Richtung der Dosierpumpe, und das machen wir dann über einen Schlauch, einen passenden und einen kleinen Öltank. Beim Set dabei sind natürlich dann auch die drei längeren Schrauben, damit wir eben ja diese Stärke von diesem Adapter dann auch ausgleichen können. Es gibt das Ganze als Komplettset oder so wie ich es gekauft habe, einzeln. Und zwar habe ich gekauft diesen Sohnadapter mit der Dichtung und den drei Schrauben. Das ist im Prinzip einmal zusammen. Und dann habe ich mir einzeln besorgt den Öltank, die Schlauchklemmen und einen passenden Schlauch in der entsprechenden Länge und entsprechenden Durchmesser für diesen Anschluss und den entsprechend für den Sohnadapter. In einem Komplettset wäre ein etwas größerer Öltank dabei und ein weiterer Tank, der das Wischwasser bzw. den Wischwassertank ersetzt. Das erweiterte Set kommt dann auch mit einer Montageplatte, die dort montiert wird, wo normalerweise der Wischwasserbehälter sitzt. Da mein Modell aber Xenon hat, habe ich bisher keinen entsprechenden Wischwasserbehälter gefunden, der ohne Modifikation möglich gewesen wäre, ihn zu verwenden. Die Sets sind in der Regel eben für die Fahrzeuge ohne Xenon. Ja, wie gesagt, das Ganze ist eigentlich sehr simpel. Wir müssen die originale Pumpe an drei Schrauben entfernen vom Motorblock. Dann kommt dieser Adapter dazwischen und die originale Pumpe wird wieder aufgesetzt. Das Einzige, was die ganze Sache schwierig macht, in Anführungsstrichen, ist das Verlegen der Ölleitungen. Das zeige ich euch dann jetzt aber am Auto.
Ja, apropos Auto und zeigen, das ist der RX8. Das ist ein 2007er Kuro-Sondermodell. Und ja, wie erwähnt, er hat schon leichtes Tuning von den Vorbesitzern bekommen. Das ist eine Schürze von ATH in Wagenfarbe lackiert. Hier drüben blättert aber allerdings der Lack schon ab. Da muss ich mir überlegen, ob ich das so lasse, nachlackiere oder etwas anderes verbaue. Ansonsten ist der Wagen bis auf, ja, Spurverbreiterungen, das sieht man auch ganz gut, an den originalen Reifen optisch original. Das heißt, genauso ist er dann auch ausgeliefert worden. Hier hinten hat er übrigens nicht einen von diesen größeren Spoilern drauf, sondern hier als Kuro-Sondermodell nur diese kleine, ja, Abrisskante, diese Lippe. So, ich zeige euch noch den Innenraum. Das Kuro-Sondermodell hat sehr schönes, ja, sagen wir mal, eierschalenfarbenes, nicht unbedingt rein weißes Leder. Sieht sehr, sehr edel aus, ist aber auch entsprechend empfindlich, aber sehr gut gepflegt, wie man sieht. So, jetzt geht's aber wirklich los. Ich werde den Wagen jetzt erstmal hier rüber parken. Wir müssen nämlich auf der Beifahrerseite das Fahrzeug aufbocken und dort das Rad abnehmen. Okay, der Wagen ist aufgebockt und ich habe jetzt hier auch schon das Rad entfernt. Aufgebockt habe ich einfach nur mit einem Unterstellbock, der hier unten drunter ist. Das heißt, an der originalen Wagenheberaufnahme angehoben und dann diesen Unterstellbock unter den Fahrschemel gesetzt. So, und hier unten drin kommen wir relativ gut an diese Öldosierungspumpe. Die Öldosierungspumpe sitzt ungefähr hier hinten dran. Um da gut ranzukommen, kann man hier noch diesen kleinen Spritzlappen entfernen. Und ich glaube, wie es dann da unten weitergeht, zeige ich euch, nachdem wir hier oben einiges demontiert haben. Denn wir kommen nicht an alle Schrauben ran. An zwei kommen wir relativ gut ran. An die dritte nur sehr schlecht. Da kommt man von hier oben besser ran. Deswegen geht es jetzt hier oben weiter. Zuallererst wird die Motorabdeckung abgenommen. Und danach die Abdeckung der Batterie. Die hat hier hinten zwei Clips und diesen Schlauch, den man aushängen muss. Dann kommt man hier an die Batterie. Als nächstes werden wir die Batterie ausbauen und den Batteriekasten, um da unten ranzukommen. So, wenn der Batteriekasten ausgebaut ist, sehen wir auch schon direkt auf die Öldosierungspumpe. Und hier sehen wir auch schon die Anschlüsse für die Ölleitungen, die hier nach oben laufen. Ja, und genau das wird dann gleich auch ein Problem werden, dadurch, dass diese Pumpe, die hier auf dem Block sitzt, jetzt mit dem Adapter etwas weiter nach außen kommen wird, müssen wir diese Ölleitungen, die jetzt hier rechts an diesem Wasseranschluss verlaufen, so verlegen, dass sie hier dazwischen verlaufen. Das heißt, dieser Wasseranschluss hier, der wird einmal weggenommen, die Ölleitungen auf die andere Seite gesetzt. Aber erstmal müssen wir natürlich die Pumpe demontieren und dafür werden wir durch das Radhaus zwei der Schrauben lösen. So, zurück unten am Radhaus. Ich werde jetzt hier diese Verlängerung verwenden und da vorne ist eine schöne 10er Nuss drauf. Das ist jetzt eine Langnuss, aber da könnt ihr auch eine ganz normale nehmen. Denn die Schrauben, die hier drin sind, sind relativ gut zu erreichen, wenn man eine Verlängerung hat. Okay, jetzt kann ich euch zeigen, um welche Schrauben es sich handelt. Es ist nämlich einmal die hier im unteren Bereich und einmal die hier oben. Sieht man ganz gut, da sind nämlich die Schraubenköpfe beide etwas angerostet. So, die dritte und letzte Schraube sitzt genau hier hinter diesen Ölleitungen. Da also besonders aufpassen. Hier an meiner Fingerspitze sitzt die Schraube. Und da gehe ich jetzt ran mit einer, ja, kleinen Verlängerung, um einmal um die Ölleitungen rumzukommen. Und jetzt kann ich das Ganze
abschrauben, ohne diese Leitungen irgendwie zu quetschen oder zu berühren. So, jetzt wo die Pumpe gelöst ist, sieht man auch ganz gut, dass ja, die Freigängigkeit hier, das heißt in dieser Richtung kann ich sie nicht bewegen, nicht gegeben ist und ich jetzt diese Ölleitungen auf diese Seite von diesem Wasseranschluss legen muss. Ja, das bedeutet jetzt einmal unten eine Wanne unterstellen, denn ein bisschen von der Kühlflüssigkeit wird auslaufen. Ich werde zusätzlich den Schlauch abklemmen, dass hier eben nicht zu viel rauskommt. Das mache ich mit dieser Schlauchklemme. Okay, ich habe jetzt hier den Schlauch runtergemacht und das Ganze hier nochmal ja, notdürftig abgedichtet, damit das eben jetzt nicht leer läuft, mit einem Stück Latexhandschuh. Der Schlauch ist hier an der Seite. Durchs Abklemmen kommt auch hier nichts mehr raus. Der Flüssigkeitsverlust hat sich also wirklich in Grenzen gehalten. Hier oben habe ich jetzt die Leitungen nach, ja, auf die linke Seite von diesem Wasseranschluss gelegt. Dafür habe ich die Leitungen jetzt mit dem Heißluftföhn etwas warm gemacht, dann waren sie geschmeidiger. Zwei der Leitungen liegen jetzt hinter diesem oberen Wasseranschluss, den ich ebenfalls ja, befreit habe. Das ist dieser Schlauch, der von oben kommt. Und zwei Leitungen liegen davor. Somit passt das Ganze auch, ja, wenn ich das jetzt mal so weghalte, genau mit dem Abstand von diesem Adapter, der hier unten dazwischen kommt und hat keine Spannung. Als nächstes können wir den Adapter vorbereiten. Ja, was hier zu tun ist, ist relativ schnell erklärt. Ich habe ein bisschen Dichtmasse auf die Fingerspitze genommen und das hier einmal verteilt. So, ja, ist gewährleistet, dass die Dichtung, wenn sie jetzt hier aufliegt und wir das Ganze einbauen wollen, dann auch fluchtet, nicht verrutscht und alles passt. So, damit hier unten dann die Pumpe mit der Welle auch hier im Motorblock ja, das Gegenstück, den Zapfen findet, werde ich jetzt hier mit einem Spiegel schauen, wie im Motorblock diese Zapfenaufnahme aussieht, wo die ungefähr steht. Und dann werde ich jetzt im gleichen Winkel hier außen die OMP-Pumpe ausrichten und auch den Adapter ausrichten. Dann sollte das passen. Hier oben auf der Pumpe nochmal darauf achten, dass der O-Ring auch wirklich in seiner ja, Passung drin sitzt, in dieser Führung. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas fummelig werden. Ich bin gespannt, wie es klappen wird. So, mit ein bisschen Gefummel hat das jetzt gepasst. Ich musste natürlich die Welle immer wieder ein Stückchen weiter drehen, um dann zu schauen, ob es jetzt passt oder eben noch nicht. Jetzt kann die obere Schraube hier wieder eingesetzt werden und die beiden auf der Unterseite aus dem Radhaus dann ebenfalls. So, beim Anziehen der Schrauben auf jeden Fall darauf achten, einen Drehmomentschlüssel zu benutzen. Das sind 10 Newtonmeter. 10 Newtonmeter sind wirklich, wirklich nicht viel. Also ja, nicht überdrehen die Schrauben. Die sind zwar 8,8er Festigkeitsklasse, aber wenn die abreißen, dann habt ihr ein größeres Problem. So, ich werde jetzt hier die ganzen Leitungen nochmal prüfen, ob hier irgendetwas auf Spannung sitzt. Aber das sitzt eigentlich alles schön locker. Und dann kann ich jetzt auch beginnen, die Kühlwasserschläuche wieder aufzusetzen. So, bevor die Batterie jetzt wieder rein kann, werde ich schon mal den Ölschlauch hier unten aufsetzen. Und mit der Schelle sichern. So, die Batterie ist wieder drin und ich habe jetzt auch schon die Leitung hier hoch verlegt und an den kleinen Öltank angeschlossen, da ebenfalls mit einer Schelle gesichert, wie man hier unten sehen kann. Den kleinen Öltank, den habe ich jetzt erst einmal mit Kabelbindern hier befestigt. Einmal hier an der Strebe und einmal hier hinten, da ist eine, ja, ein Originalbefestigungspunkt für irgendetwas. Und da kann man das ziemlich gut dran machen. Es passt jetzt auch genau unter die Motorabdeckung. Jetzt wird das Ganze mit Zweitaktöl befüllt.
Ja, die Probefahrt habe ich jetzt auch schon hinter mir. Die Leitungen sind auch ja, innen drin. Man hat es ja gesehen, die waren vorher sehr durchsichtig, weil frisches Öl im Fahrzeug ist. Die sind jetzt rot, so wie eben auch dieses Zweitaktöl rot ist. Das heißt, die Pumpe unten läuft und das Ganze wird in den Motor befördert. Nach der Probefahrt solltet ihr nochmal schauen, ob wirklich alles dicht ist, ob irgendwo eine Leckage ist. Das wäre natürlich nicht gut. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nur darauf zu achten, dass ihr jetzt ja, erstmal bei jedem zweiten Mal tanken spätestens unter die Motorabdeckung schaut oder je nachdem, wo ihr euren Öltank eben montiert habt im Motorraum und schaut, wie der Füllstand ist. Da sollte auf keinen Fall zu wenig drin sein. Also immer ein Reservefläschchen mit im Fahrzeug mitnehmen, so wie man es eben vorher machen musste, weil der Wagen ja, das Motoröl verbrannt hat und dann ging die Lampe an. Unterm Strich habt ihr eurem Motor aber was richtig Gutes damit getan. Ihr habt das Leben bzw. die Lebensdauer dieses Motors verlängert. Hoffen wir es mal und ich hoffe das natürlich auch. Ein Rebuild wird bei jedem dieser Wankelmotoren irgendwann kommen, aber damit haben wir das vielleicht um 1, 2 oder auch 3 Jahre aufgeschoben. Ich bin schon am Überlegen, welche anderen Änderungen am Fahrzeug ich noch machen werde in Zukunft. Das Fahrzeug ist jetzt nicht das letzte Mal hier am Kanal gewesen, wird aber nicht das Hauptfahrzeug sein. Da schlummert schon seit längerer Zeit hinter dieser Wand ein Projekt, das ich jetzt endlich angehen werde diesen Sommer. Und ich hoffe, diesmal halte ich auch mein Versprechen und finde nicht irgendetwas anderes und fange das an. Das war's zum Wankel, zum Einbau des Sohnadapters. Wir sehen uns, bleibt motorkrank!